What the hell is this? Water supplies. It's like in David's garage bunker. Look at these cans. David must shop at the same store. Ich hasse Pilze übrigens. More survivalist supplies. Also damit könnte, da würde ich trotzdem sterben, weil ich Pilze sind. Ugh. Brief. Wow. This says it all about Nathan. He needs help. Sehr geehrter Mr. Prescott, nach über 5 Jahren der psychiatrischen Behandlung Nathans habe ich den Eindruck, dass ich die Arbeit mit ihrem Sohn abbrechen muss, da sie meine ziemlich ernsten und unmittelbaren Vorschläge zur Bewahrung seiner Gesundheit und der anderer Person ignoriert haben. Das Ausmaß von Nathans Problem ist ihnen wohl bewusst, aber ich denke, sie weigern sich, die Rolle zu akzeptieren, die sie in seiner mentalen Gesundheit spielen. Ohne ihre Unterstützung kann ich Nathan nicht behandeln, so ist es ganz einfach. Ich fürchte, er entfernt sich noch weiter von der Realität, auch wenn er umgänglich erscheint. Sie haben meine Bitten um ein Beratungsgespräch mit Ihnen und Ihrer Frau ignoriert, also muss ich annehmen, dass meine Dienste nicht weiter benötigt werden. Unabhängig davon sorge ich mich um Nathan und glaube, er braucht dringend Hilfe. Wenn Sie mit mir über diese Angelegenheit zu sprechen wünschen, bin ich jederzeit zu erreichen. Ja, ich glaube auch, dass er dringend Hilfe braucht. Duct tape in a bunker is always a bad sign. Oh ja. Krank, wie sieht's denn hier aus, ey? Was sind das für kranke Fotos? I guess Nathan needs the most expensive printer in the world. That son of a bitch. Bauunternehmen Howard Roke. Alter. Talk about tortured. Ja, die Bilder sind wirklich ziemlich krank. Can you imagine chilling in this room? Nein, Chloe. Warum sollte ich auch? Whoa. What is going on between Nathan and his father? Nathan, ich habe dir gesagt, ruf mich nie von deinem Handy aus an, nur von den Wegwerfhandys aus, die ich dir gegeben habe. Ich will nicht, dass du meinen Namen öffentlich rausposaunst, was du idiotischerweise schon mal getan hast. Ich habe all das nicht in die Wege geleitet und meine Weisheit geteilt, damit du es mit deiner jugendlichen Wut versaust. Wir können zusammen eine Menge erreichen, aber du musst dich von mir leiten lassen, oder du bist auf dich allein gestellt. Was ein toller Vater, findet ihr nicht? Verwundert Nathan. Let's see what's in here. Oh my God. No. Alter, wie krank ist das denn? Kate! Oh mein Gott. Was hat er bloß mit der gemacht? Was ist denn für ein krankes Schwein, ey? Das sind die Akten aus den aus diesen Vorsequenzen, die wir mal gesehen haben. Guck mal, da ist sogar was über Rachel. Come on, let's see what this shit is all about. We are. Okay. A binder marked Victoria, but it's empty. Look, the next one says Kate. Oh, Kate. No. God, I killed that bastard back there. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Victoria has to be next. Nathan must be planning to dose her tonight at the Vortex Club party. Rachel. This can't be real. These are all post shots, right? Right? Chloe, look at her face. She's out of it. Maybe Nathan paid her a shitload of cash to do this. She probably would have. I don't think so. Why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please, let's go. Scheiße. Oh my God. Rachel. This picture is framed different. Rachel is awake and fucking furious. Rachel is passed out and she has something in her mouth. What happened to her? This shot is so staged. I can't believe it's real. I can't. Was haben die bloß mit der gemacht, ey? Kate looks so doped up.
She has no idea she's being posed. At least Kate was asleep through all this bullshit. Krank. Einfach nur krank. Ah, the Apocalypse Entertainment System. Wir gehen gleich Chloe hinterher. Ich möchte mich hier bloß mal noch ein bisschen umschauen. I've never seen so much pricey equipment before. Hm, das stimmt. So who's using this fancy tripod? Nathan wahrscheinlich, ne? These newspapers are all about Rachel and Kate. Somebody likes their whiskey. Naja, Nathan hat ja so oder so ein Problem. That's an original sign illustration. Fits perfect in here. This must be the crap that Nathan gets from Frank. Needles. Gross. Ich glaube, das war's jetzt. Gut, dann werden wir mal schnell Chloe hinterhergehen. I hope Nathan enjoys his last party. Chloe, we can go right to the cops. We have proof. Fuck the police. Rachel wanted us to find her. So we could get real justice. And revenge. The Prescotts have had this coming for 100 years, and nobody is gonna get in my way. Especially with your help. Right? I'm with you to the end, Chloe. You know that.
that eclipse. You're right. Look at the outline. I can't tell if they're different. What is there that? Can't be two moons. Jesus, Chloe, look up at the sky. Impossible. Beautiful. I don't give a shit. The world is ending. Cool. You're not listening. Something major is going down. That's right. Nathan Prescott is going down. Welcome to the end of the world, ladies. I'm glad you decided to escort me. You look really good, Warren. Are you all right after today? I really flipped out on Nathan. I just hate bullies. And Max, he's dangerous. Where is he? I didn't see him at the dorm again. I was held up in my room. Dude, have you been drinking? Well, if you consider half a beer drinking. Let's go, Max. Hey, hey. I know this is a bad time, but can I get one picture? I've been feeling like this might be actually the end of the world, so I want to have something for prosperity. Well, I don't blame you, Warren. I know. I'm a pain in the booty. Just one picture. Action. We've got no time for this shit. Come on, Max. Sorry. I just wanted to feel like a normal student after this week's ultra violence. I never hit anybody like that before. I was always the one getting my ass kicked. Hey, we still need your expert help. If you see Nathan, text me immediately, okay? And do not let him see you. He won't. I know how to be invisible here. Not to me, Warren. Text soon. Warren ist betrunken irgendwie. Immer noch voll süß. Ich finde ihn sehr knuffig. Das ist eine gute Frage. Ich muss jetzt mal sagen, ich finde es schade, war's voll laut. Ich finde es schade, dass Rachel tot ist. Ich hätte es wirklich besser gefunden, wenn sie es überlebt hätte. Hey Max, welcome to the end of the world. Do you want me to check anything in? No thanks, Stella. Have you seen Nathan yet? No, thank God. That boy creeps me out. Oh, nicht Wait, nur dir. Some girl just asked about Nathan before you came in. Why does Nathan creep you out? He should. I just want your reasons. He's a bully for one thing, and he hit Warren for another. But have you ever looked at his eyes? Glazed and raging. Me know what. So why are you working at a Vortex Club party? I didn't think you wanted to be a member. Screw that. I'm here for the job. Do you notice anything unusual about the Vortex Club tonight? Yeah, I noticed they don't give a shit about Kate Marsh. I'm glad for the job, but I think Principal Wells should have canceled the party. Guess I'm not cool enough. Yes, you are, Stella. You're smart, honest, and you bust your ass for Blackwell. I hope everything turns out your way in the end. Well, thank you, Max. I really appreciate that. Hey, your face looks so intense. Are you okay? No, I'm actually not okay. I just need to find Nathan. And don't get too close if you see him. Hell no. This is homework, not a party. I'll text you if I spy him. Good luck. Danke. Haben wir jetzt eigentlich das Foto mit ihm? Ich glaube nicht, oder? Ich lese es mal noch schnell vor. Chloe und ich gaben die Koordinaten ein und machten uns auf den Weg. Wir waren still, aber aufgeregt. Schwer zu erklären, das Gefühl. Selbst nach all den schrecklichen Ereignissen dachte ich, Chloe und ich seien Teil eines größeren Mysteriums zu Zeitraum und all unseren Schicksalen. Ich war nie gläubig, jedenfalls nicht wie Kate Marsh. Aber nach dieser Woche konnte ich unmöglich glauben, dass wir auf den Weltuntergang zusteuerten. Aber ich war nicht auf die Dunkelkammer vorbereitet. Die Koordinaten führten uns zu einer alten, verlassenen Farm, der Prescott-Familie. Und es hätte mich nicht überraschen sollen, dass wir einen Sicherheitsbunker fanden, voller Souvenirs der Prescotts und Schlimmerem.
Wenn es ein Zentrum des Bösen gab, war es hier. Schränke mit roten und mit Namen versehenen Ordnern bestätigten unsere schlimmsten Albträume. Woher hätten wir wissen sollen, dass wir Amateurdetektive diese Höhle finden würden? Als ich den Ordner mit Victoria sah, begann mein Herz zu rasen. Ich wusste, etwas Furchtbares stand bevor. Ich will nicht an die Fotos denken, auf denen dieses Arschloch Nathan Prescott mit der bewusstlosen Kate Marsh posierte. Sie wusste die Wahrheit, auch wenn sie sich nicht in Details erinnern konnte. Und Rachel Amber. Behutsam entsehen die gesetzte Fotografien, auf denen sie unter Drogen stand und an Nathan hing, als seien sie ein krankes Goff-Pärchen. Ich ertrug den Ausdruck auf Chloes Gesicht nicht, als sie die Bilder ihres misshandelten Engels sah. Mir war schlecht. Alle Hoffnung, die ich je gemacht hatte, löste sich in Luft auf. Und dann sahen wir genau, wo Nathan Rachel hingebracht hatte. Auf den Schrottplatz. Wir haben Rachel Amber gefunden. Tot und begraben. Es tut mir leid, Rachel. Es tut mir leid, Chloe. Es tut mir leid, Kate. Es tut mir leid, William. Fick dich, Arcadia Bay. Die Schulzeit sollte die beste Zeit deines Lebens sein, sagten meine Eltern und andere Experten immer wieder. Was wissen die schon? Erzählt das Rachel oder Kate. Ich habe Chloe noch nie so entschlossen gesehen. Sie hat die Waffe griffbereit. Also muss ich Nathan finden, bevor Chloe ihn umbringt. Wenn das passiert, wird zurückspulen schwierig. Aber wir nähern uns dem Ende des Albtraums. Also muss ich diese Bilder von Kate Marsh und Rachel Amber, die sich in mein Gedächtnis gebrannt haben, ausblenden. Ein finales Geheimnis gibt es noch zu entdecken und nichts wird uns aufhalten. Nicht mein verdammter Tornado. Chloe und ich kamen im Plekula an und gingen zur Weltuntergangsparty. Welche Ironie. Wir mussten den armen Warren schnell loswerden, der in seinem Ruhm als Alpha baden und mit uns rumhängen wollte. Ich kann nicht noch einen Freund in Gefahr bringen. So bizarr, all diese Schüler in Kostümen oder teuren Klamotten zu sehen, redend, lachend, rauchend und trinkend, als sei kein Serienmörder auf der gleichen Party unterwegs oder als schwebe die Stadt nicht in Öko-Gefahr. Was mir jetzt auch gerade durch den Kopf geht, ist, oh, es wird immer lauter, toll. Yep, das muss ich jetzt mal lauter machen, weil sonst kann ich mich nicht mehr auf meine Stimme konzentrieren. Ich gebe auf jeden Fall alle ihren Spaß. Mal gucken, ob wir Daniel auf der Party sehen. Wir haben ja ihm gesagt, dass er kommen soll. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wo zum Fuck bin ich überhaupt? Ah, Leute. Guck mal, Daniel ist da wirklich hier. I only came to the party because of you. I'm glad to see you out and about. By the way, have you seen Nathan Prescott tonight? No, I've been hanging with Brooke since I got here. She's on her Handy. Your face looks so serious. I know. I'm not in party mode tonight. You look like you're on a secret mission. This is where it's going to end. For Rachel's sake. Oh, Max, you need a black whale break. I'm taking Brooke to a Miyazaki show in Portland. If you want to come along, more the merrier. Thanks, Daniel. I have to stay on my mission now. I hope you stay on yours and become a great artist. Well, I'll be celebrating someday in a museum, Max. Adios. Wenigstens einer, der seinen Traum erfüllt. Brooke. Max, I didn't expect to see you at a Vortex Club party. I didn't expect that either, but I really need to find Nathan. Have you? No, I haven't seen him. And I'm not looking for him, so I most likely won't tonight. I just hate that scrub and his club. Warum bist du denn hier? So why are you here tonight? No homework? Boredom? Waiting? Have you seen Warren tonight? No, I was talking to Daniel. Die mag uns echt nicht. To the Portland Art Museum this weekend. Oh, that's so sweet. I bet Daniel will be a great museum guide. I'm more into science than art, but what kind of a selfish fangirl would miss a Miyazaki exhibition? You're not selfish, Brooke. You're just trying to live your life without all this bullshit. Like all of us here. You seem so wise and kind of invincible this week. I think that snow and eclipse gave you superpowers. Check to see if you can fly.
Only with your drone. By the way, did you see that crazy double moon out there earlier? Max, if I saw a double moon out there, I would assume it really was the end of the world. Well, the night is still young, Brooke. And so are we, Max. So let's plan a drone date next week. No one seems to know where Nathan is. Is he hiding or something? There's Courtney drinking alone, without Taylor or Victoria. I wonder why. Ist vielleicht auch besser so, die sind nicht unbedingt ein guter Einfluss auf die. Ich weiß jetzt übrigens auch wieder, wo ich bin, also komme ich jetzt, würde mich jetzt wieder ein bisschen orientieren können. I almost didn't see you. Max, you're the only person I don't mind seeing right now. I was looking for Nathan. I've avoided almost everybody here tonight. Why are you looking for Nathan? No big deal. Ich glaube, wir sollen das nicht jedem erzählen. Pretty fucking intense. Nathan bothering you? Oh wait, I did see Nathan today, nursing a busted face. I had dreams that somebody finally kicked his ass. Bedankt bei Warren. Sometimes dreams come true. Warren gave him an epic beatdown. Yes, give it up for brother Warren. Now all we have to do is drive all these goddamn Prescott vampires out of town. That'll be hard to do when the Prescotts own the town. And the Vortex. I call it the Vortex Cult. Look at this crap. Dress code? VIP section? Elitist bullshit. Preach it, Brother Luke. Okay, I have to get going. Thanks for seeing me. No, thank you. For helping Kate. And for keeping it real. Peace out. Ich muss Luke dir auf jeden Fall zustimmen. Bigfoot on Otter action. Oops. Was ist denn jetzt gerade passiert? Ey, warum kann ich sie denn nicht warnen? Warum ist es nicht möglich, sie zu warnen? Ach, jetzt. Sehr gerne, immer wieder gerne. Achso, warte, wir können ja bestimmt mit dir reden, ne? Ja. Weißt du, ich finde es mal lustig, sie wundern sich immer alle, dass wir hier sind, aber sind selber hier. Look at this. I'm at my first and only Vortex Club party. I know. This week was so shitty that I just wanted to be around a bunch of people trying to have a good time. Even if I hate most of them. Victoria doesn't seem to hassle you like she does me. Or Kate. She must know I'd punch her in the face. I probably should, just for Vortex Club posterity. I'm surprised that Blackwell is having a party after Kate almost jumped off a roof. I guess people are happy that Kate is okay now and they can party with her. I'm just happy she's drawing again. She seems much better, and her mother is being so supportive for a change. Kate deserves that. I saw that the video got taken down, so I hope nobody posts it anywhere else. Is that naive? Look how fast people here forgot about Kate. They'll find some new Blackwell drama and forget about her video. So it goes. Das gleiche hat mir auch Kate erzählt, ne? I'm so glad I could warn you about all those sneak attacks. You kinda are a superhero. You always choose to help me. It reminds me of the only poem I can quote by Robert Frost. I could use one moment of poetry right now. Okay, but this is like poet karaoke, so don't fringe. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. That was beautiful, Alyssa. It was exactly what I needed to hear. Thanks for not cringing, and thanks for watching my back. Blackwell would be so much cooler if we all did that for everybody else. But you're a great start, Max.
Yes, I'm back. You scared me for a sec. I was ready to duck. Didn't think you'd come back. Ich bin noch gerade weggegangen. Alyssa, I have to find Nathan. Have you seen him? I really don't know, but surely in the VIP section, like it's a New York club. Thanks, Alyssa. Watch out for yourself. Why, when I have Max Caulfield at my side? Good luck. Na, hat sie irgendwo auch recht. Ach komm, wir können hier reingehen. Und sie stehen hier im Klo. Not anymore. War das Warren? I can drink more later. Yo, oh, Justin. Maximum overdrive. About time you got here to save this lame rave. Wanna get ripped? You look pretty ripped already, Justin. And not happy. Why did you even come tonight? Where else could I go in Arcadia Bay on a Thursday night? Besides, Dana is here. Just not with me. So yes, this party sucks. Rachel and Amber won't be coming either. Damn, I was thinking about Rachel and Chloe tonight. If they showed up together right now, shit would end. Rachel could always shut Victoria down. Good for Rachel. I wish I could have seen that. Max, I know I'm twisted, but your face looks so fucking intense. And your voice sounds different. You okay? How about a quick dab? No, I'm cool, Justin. And I have to get going. Maybe you should go chill somewhere else. Fucking A, Maximus! You're right. I'm only torturing myself here. Plus, I'm too loaded. It's time to get my board and grind. No, seriously, I'm out of here. Oh, and everything isn't so fuzzy. Ich spule nochmal zurück. Yo. You. Where else? Dana. You're obviously not cool with Trevor dating Dana. I tried to front like I was. When I saw them together, I came over to cry like a little bitch. No, it's more like somebody who's in pain. I'm sorry, Justin. But you're a cool, considerate guy, and you're gonna find somebody just as cool. Minus the drama. Max, I know. Ach so, okay. Dann noch einmal zurückspulen und dann fragen wir ihn noch mal über Nathan aus. Yo, Max. Where? Speaking of, have you seen Nathan? He should be freaking out in the VIP lounge with that whore text club. Fucking hate those snobby douchebags. Especially Nathan. That dude is gonna go on a rampage soon. Oh ja, das würde ich mir auch zutrauen. Stay away from him tonight, okay? Spread the word. Max. Okay. Verlass den Vortex Club. Ja. Oh, töte die Prescott. Was geht denn jetzt ab bei den Leuten? Yo, wie denen das einfach gar nicht juckt, dass hier Leute stehen. Genau. So. Wie eklig. How did this even get here? Wie disgusting. Somebody's either having sex or throwing up. Or both. Ja, oder beides. Okay, da jetzt hier anscheinend nichts mehr krasses ist. Aber als sie hier von rein sind, es klang echt, als ob das Warren war. This. I'm not in the mood, but still. This could be an interesting shot. Ernsthaft jetzt? Ich habe das gerade nur aus Zufall gesehen, weil ich jetzt gerade noch mich nochmal umgedreht habe. Was ist denn das?
Achso, es wurde noch nicht angezeigt. Jetzt. Herrlich.